Ich muss mich in Acht nehmen. Geduld zahlt sich aus! Diesen Monat einige Feiglinge getötet. Oh!
Gib acht, sonst holt dich der Fluch! Ihr schwelt dunkler Seder! Ein Unheil vergiftet dieses Land! Was ist das für eine Gefahr, vor der du warnst? Irgendein Wesen, das du jagst? Meine Beute ist das schlimmste Tier von allen. Es vollbringt heimtückische Taten, zu denen kein gewöhnliches Tier fähig wäre. Also jagst du einen Menschen? Einen Zauberer. Einen, der sich einst Mensch nannte, aber der seinen Huger und sein ganzes Wesen mit dunklem Seder verdorben hat. Das klingt mir sehr nach einer persönlichen Feder. Diese boshafte Spinne, die in dieser Hütte hockt, hat meine Schwester vergiftet. Allein dafür verdient er den Tod. Aber für dich ist vielleicht das Kopfgeld überzeugender, das König Harald auf alle Zauberer ausgesetzt hat. Geld kann überzeugen, wo Leidenschaft fehlt. Ich werde es gegen den Aufwand abwägen. Die Hütte des Zauberers findest du entlang dieses Weges auf der linken Seite. Sei vorsichtig. Wirst du dich mir endlich stellen? Oder willst du mich weiter aus der Ferne anschreien? Bist du der Zauberer, der dieses Land verflucht haben soll? Auf diesem Land lag schon ein Fluch lange, bevor ich herkam. Der Fluch der Rückständigkeit, der ganz Midgard verseucht. Also setzt du keinen Seder gegen dieses Land und seine Leute ein? Ich setze mein Wissen ein, um anderen zu helfen. Ich bin nur eine Bedrohung für die, die Unbekanntes fürchten. Davon gibt es viele. Da ist ein Jäger, der sagt, du hättest seine Schwester vergiftet. Ich wollte sie retten. Ich hatte einen Trank, der ihre Krankheit gelindert hätte. Doch er hat sie lieber in Schweineblut gebadet. Wenn wer die Schuld trägt, dann er und seine rückständige Familie. Er hat seine Schwester getötet. Hör nicht auf ihn! Er wird deine Gedanken vergiften! Du hast nicht mal Gedanken zum Vergiften! Stirb, Monster! Zu Hehl mit dir! Blut! Lieber wegrennen, du Hasenfuß. Hm? Eines Tages wird dieses Land frei von solchen Unholden sein. Ich schlug zuerst zu, also gehört die Beute mir. Mach mit seiner Leiche, was du willst.
Abkömmling der...
Ah!